Moin moin, liebe Leute, zu einem neuen kleinen Mini-Podcast. Ich bin der Sven. Ich bin der Martin, seid gegrüßt. Und wir haben diesmal, wir haben jetzt die Hauptfolgen, wir haben das, was wir zuletzt gespielt haben und jetzt haben wir ein neues Format, nämlich was so Neues kommt. Ja, denn es kommen ja andauernd neue Dinge, sei es jetzt auf dem Brettspielmarkt, auf dem Filmemarkt, auf dem Spielemarkt, ist völlig wurscht, was uns halt gerade so beschäftigt und manchmal wollen wir halt gerne einfach so ein bisschen darüber reden. Wir haben jetzt nicht irgendwelche krassen, tollen, neuen, exklusiven Infos, die man nur bei uns bekommt, sondern wir wollen einfach so ein bisschen über unsere Erwartungshaltung von den Dingen, die da kommen und auch so ein bisschen unsere Befürchtungen einfach mal so ein bisschen besprechen, mit euch besprechen, mit uns selbst besprechen, denn naja, es ist ja nicht so, dass jedes Remake und jedes Remaster oder neue Spiele immer genau das werden, was sie am Anfang versprechen. Eigentlich krasses Gegenteil davon meistens. Ja, zumindest manchmal. Manchmal kommt einfach das, was man erwartet, aber das ist ja langweilig. Erwartet euch von dem Format aber nicht, dass wir jedes Mal, wenn irgendwas angekündigt wird, einen neuen Podcast raushauen, sondern nur, was uns aus persönlichem Interesse oder reiner Neugier besonders ins Auge sticht. Genau, wir werden kein neues News-Format, dafür haben wir, glaube ich, einfach nicht die Expertise. Und auch nicht das Interesse. Es muss ja nicht alles gut sein. Genau. Oder alles muss uns interessieren. Und außerdem nicht die Zeit, uns damit zu beschäftigen. So ist es. Aber was wir auf jeden Fall heute ansprechen wollen, was uns auch beide sehr beschäftigt, weil es auch sehr interessant ist, und wir hatten ja sogar schon ein Podcast-Thema darüber, ist Diablo 2. Es kommt ein Remaster-Make. Das ist noch nicht so ganz klar, glaube ich. Ist es ein Remaster oder ein Remake? Das weiß ich nicht so genau. Eigentlich klingt es eher nach einem Remaster als einem Remake, weil alles gleich bleiben soll, außer die Grafik und ein paar zusatzkleine Features. Es heißt ja Resurrected, also es ist wiederbelebt. Es war nie tot, aber das ist eine andere Geschichte. Exakt. Und jetzt bei Diablo 2 oder bei Blizzard im Allgemeinen kann man jetzt eigentlich direkt schon auf den Nerv fühlen, was das Problem sein könnte, denn wir hatten vor nicht allzu ferner Vergangenheit genau dasselbe mit einem anderen großen Franchise von Blizzard, nämlich Warcraft. Da kam Blizzard auf die großartige Idee, die erfinden ja immer gerne tolle neue Wörter, um quasi nicht zu definieren, ob sie jetzt ein Remaster oder ein Remake sind. Die nennen es Resurrected oder Reforged. Also neu geschmiedet. Ja, und bei Warcraft haben sie ja Warcraft 3 Reforged rausgebracht und das war ja eine Vollkatastrophe. Das Spiel war leider zum Launch und ist immer noch lange nach dem Launch jetzt völlig unfertig. Es wurde sogar so weit gemacht, dass die installierten Versionen von Warcraft 3 von deinem System gelöscht wurden zugunsten von Reforged, ohne dass du irgendeinen Einfluss darauf hattest. Du hast den Battle.net Launcher gestartet und plötzlich wupp war dein Spiel weg und wupp installiert sich Reforged, sogar wenn du es nicht gekauft hast. Es hat den Online-Modus zerstört, weil es eigentlich gar keine Ladder hat, das, was Warcraft 3 bis heute am Leben gehalten hat. Es hatte grauenhafte Performance, unglaublich viele Bugs, Sachen haben nicht wirklich funktioniert. Und da stellt sich natürlich die Frage, hey, da steht jetzt Diablo 2 Resurrected vor der Tür. Was ist denn damit? Weil im Trailer wird gesagt, coming 2021. Das ist ja im Prinzip genau dasselbe, was bei Warcraft Reforged auch kam. Da hieß es, 2020 kommt das Spiel. Und sie waren damit quasi gezwungen, dieses Spiel auch in diesem Jahr rauszubringen, was sie dann auch gemacht haben, halt kurz vor Silvester haben sie es noch rausgeschissen, weil es musste jetzt weg, ob es fertig war oder nicht. Immer die beste Idee. Wie sieht es jetzt hiermit aus? Ja. Ja, also, ich meine, grundsätzlich die Grundprämisse, so wie es beworben wird, klingt ja nicht schlecht. Weil ein zeitloser Klassiker kehrt zurück, die große Überschrift. Ja, schön. Diablo 2 ist ein Klassiker und wir haben ja in unserem Podcast schon erwähnt, Diablo, jeder Teil ist irgendwie einzigartig für seine Art. Und der zweite Teil war definitiv der Hardcore-Gamer-Teil, würde ich behaupten. Ja, also auch von seiner Langlebigkeit, Diablo 2 wird bis heute in Online-Modi gespielt. Diablo 1 natürlich nicht, weil da gab es die Option einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht. Diablo 1 war für seine Zeit gut, aber es war kein Spiel, in das du hunderte Stunden reingesteckt hast. Im Gegensatz zu Diablo 2, da gibt es viele Spieler, die ihre Helden hochgelevelt haben ohne Ende und weitergespielt, um den höchsten Schwierigkeitsgrad überhaupt zu schaffen, weil der war ja abartig schwer.
Ja, und auch die ganzen, diese Runs, die sich da etabliert haben, sind ja quasi begründend für das ganze Genre. Baal-Runs und Mephisto-Runs und weiß ja geil, was es da alles gab. Für bestimmte Items zu bekommen, bist du halt, weiß ich nicht, 1000 Male immer wieder bei Akt 5 zu der Quest gespawnt im Multiplayer, dass du Baal töten sollst. Du hast einen Server aufgemacht, jeder ist gejoint in der offiziellen oder in der öffentlichen Lobby und ihr habt einen Baal-Run gemacht, raus, neues Spiel gestartet, wieder rein, raus, wieder rein, bis das Item dann gespawnt ist und hat damit quasi eigentlich so diesen ganzen Online-Kult losgetreten und jetzt will Blizzard das eben neu machen, aber und ich denke, da können wir uns relativ sicher sein, auf eine sehr ähnliche Art wie bei Reforged, dass eben das Battle.net vom Originalen endgültig abgeschaltet wird, denn noch läuft das, noch ist das ja offiziell erreichbar und spielbar. Ja. Mit dem Teil oder mit dem Release von dem Teil dann garantiert nicht mehr. Und die Angst ist natürlich, ist das Battle.net in Diablo 2 Resurrected so gut? Funktioniert's? Ist es überhaupt da? Ich meine, hier steht aktualisierte Unterstützung von Battle.net. Das ist, wo wir wieder beim offiziellen Pressetext sind. Was ja. Das dann genau bedeutet, wir wissen ja, dass das nicht immer eins zu eins das Gleiche ist. Weil wenn sie wirklich einfach eine neue Version rausbringen mit höherer Auflösung, weil das ist einer der wichtigsten Punkte bei Diablo 2. Hey, sogar 4K, ja. Ich meine, sie sind nicht auf 1024x768, was für Diablo 2 schon großartig wäre. Oh ja. Aber gut, das ist ein anderer Punkt und über den haben wir schon mal gesprochen. Nein, aber eben schönere Grafik und die sieht auch recht schick aus. Die Musik, die Musik klingt weiterhin gut, weil die war großartig in Diablo 2. Atmosphäre war wirklich gut und wenn sie dann auch noch das klassische Spiel übertragen auf die heutige Zeit, auch auf die entsprechenden Konsolen und so. Ich meine, es kommt nicht nur für PC, sondern eben auch für die PlayStation, für die Xbox und für die Switch. Also dann her damit, wenn das gut funktioniert. Aber vor allen Dingen soll es ja plattformübergreifenden Multiplayer haben, beziehungsweise plattformübergreifendes Profil, was eigentlich mit da einhergeht, dass es dann auch einen plattformübergreifenden Multiplayer hat, weil wenn ein Profil erreichbar ist auf jeder Plattform, muss es ja übergreifend sein. Also wären sie blöd, wenn sie dann den einen kleinen Schritt dann nicht weitergehen. Das ist schon mal ein starkes Stück. Das ist eine Ansage, wenn das wirklich funktionieren sollte, wäre das natürlich alleine schon ein Kaufgrund für mehrere Versionen. Absolut, das klingt großartig. Also das wäre super. Und eben auch die Aussage, das klassische Gameplay ist das Diablo 2, wie wir es kennen und lieben. Auch darauf hoffe ich, denn Diablo 3 hat ja doch krasse Änderungen gemacht, damals im Skillbaum zum Beispiel, dass du eben nicht mehr selber skillst, sondern nur noch per Level oder per alle zwei Level Skills freischaltest automatisch. Das fällt weg, du kannst halt wirklich wieder oldschool deine Werte skillen, sei es jetzt Stärke, Geschicklichkeit, Mana, Leben, was auch immer, und selbst entscheiden, welche Skills willst du haben und willst du einen Skill verstärken, willst du einen neuen Skill haben, willst du den Baum ausbauen, willst du auf einen anderen Baum wechseln. Ich bin sehr gespannt. Ja, permanent auf den unausbalancierten Skillen, bis dann der Patch kommt und der Build komplett zum Wegschmeißen ist. Wo wir bei dem Punkt sind, den ich auch gerne noch ansprechen würde, was würdest du dir wünschen, was sie ändern? Also Ausdauer. Sofort. Instant Ausdauer. Ausdauer weg. Das Spiel, Diablo 2 hat ein Ausdauersystem. Du hast einen Ausdauerbalken unten. Es gibt auch Ausdauertränke. Es gibt auch Buffs, die deine Ausdauer für eine gewisse Zeit unendlich machen. Und das Einzige, was die Ausdauer macht, ist, dass du nicht mehr sprinten kannst. Und das Gehen, die Gehgeschwindigkeit, ist dieselbe Geschwindigkeit wie bei Diablo 1. Und Diablo 1 hat sehr beschränkte kleine Dungeons. Diablo 2 hat riesige Oberwelten. Gehen ist in diesem Spiel absolut fürchterlich. Das willst du nicht. Also läufst du immer. Und du musst andauernd wieder den Sprintenknopf wegmachen, kurz aufladen lassen, Sprintenknopf wieder anschalten, wieder weiter. Es ist so nutzlos. Es braucht kein Schwein. Es war damals schon nutzlos. Es wäre heute wirklich lächerlich. Das wär nicht mal aus Nostalgiegründen nett, sondern das wäre einfach nur eine Katastrophe, wenn das wieder drin ist. Ich hoffe, das haben sie raus. Und wenn es mit einem Button ist, dass du es wegschalten kannst, damit die Nostalgiker befriedigt sind. Und was das anbelangt, mein Wunsch wäre, dass, das Skillen ist wichtig und dass du bei jedem Level einen Skill bekommst und dass das fix ist, ist auch wichtig. Das gehört zum Spielgefühl. Allerdings finde ich, dass es irgendeine Möglichkeit zum komplett Neuskillen geben sollte.
irgendwo ein Punkt im Spiel, irgendetwas, weil das ist mir bei Diablo 2 passiert, bei meinem ersten Durchlauf, und das hat mir das Spiel fast kaputt gemacht, wenn ich es nicht später, dann einige Monate später nochmal angefasst hätte. Man kann Charaktere in Diablo 2 verskillen, und zwar buchstäblich. Der ist zum Wegschmeißen. Dieser Charakter, mit dem wirst du dieses Spiel nicht mehr auf einem höheren Schwierigkeitsgrad als normal durchspielen. Ja, ja, absolut. Und das ist eigentlich eine Katastrophe. Das ist richtig, ja. Weil wir reden hier von keinem kurzen Spiel. Das ist kein Roguelike, wo du in einer Stunde durch bist. Nee, da stimme ich auch zu. Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Deckard Cain ist doch der unglaublich weise Mann. Warum kannst du nicht zu dem Deckard Cain gehen und sagen, ich möchte all meine Skillpunkte resetten? Genau. Ich muss auch gerade sagen, aus irgendeinem Grund habe ich in meinem Hinterkopf, dass das ging bei Diablo 2. Dass du irgendwo deine Punkte resetten konntest. Aber vielleicht ist das auch nur ein Wunschdenken. Ich weiß es nicht mehr. Dafür ist es wirklich zu lange her. Wenn, war es unfassbar schwierig. Ja, also gut, jetzt wir reden natürlich jetzt gerade viel über die Sorgen und Wünsche, die wir haben. Aber das, was man schon sehen kann im Trailer, den sich auch jeder bei YouTube anschauen kann, und der lief bestimmt auch kurz bei uns hier im kleinen Mini-Bildchen, die Grafik vom Spiel, der Stil, den sie genommen haben, um das jetzt darzustellen, ist meiner Meinung nach perfekt. Also genau so hätte ich mir damals Diablo 3 vorgestellt und gewünscht. Dass es aussieht, so sieht jetzt das Resurrected von Diablo 2 aus. Es ist wirklich derselbe Stil, nur in wirklich schön. Es ist wirklich hübsch. Also da hätte man 1000 Wege und Mittel finden können, um das zu versauen. Und ich finde, sie haben das sehr gut gemacht, zumindest im Trailer. Ja, weil es sieht nicht nur hübsch aus, weil ja, Diablo 3 sieht im Endeffekt auch hübsch aus, rein grafisch und so. Viel detaillierte Grafiken und Animationen und so. Aber es ist so düster, wie es war. Und darum geht es, glaube ich, ganz, ganz groß. Genau. Ja, es behält die Stimmung bei. Mhm. Das schafft es wirklich sehr, sehr gut. Ja. Resurrected wird natürlich die Vollversion sein. Also Diablo 2 mit Add-on ist ja klar. Also alle 5 Akte und auch alle Charaktere. Es wurde nirgends gesagt, dass es irgendwas krass Neues gibt, also dass jetzt irgendwie eine neue Klasse einbauen, neue Skills, neue Level, irgendwas, würde mich auch stark wundern. Ja, vor allem ist es nichts, was die Leute wollen. Ich glaube, dass die Spieler das alte Spiel auf einem aktuellen PC spielen wollen und es sieht gut aus, oder aktuelle Konsole. Wobei ich gerade bei Diablo 2, die merkt man halt sehr an, dass es für Maus und Tastatur gemacht ist. Absolut, ja. Und was ich auch mir wünschen würde, und ich bin sehr gespannt, wie das mit heutigem Blizzard laufen wird, denn dafür sind sie nicht bekannt, ist die Mod-Fähigkeit. Denn Diablo 2 ist enorm modfreundlich und sehr, sehr viele großartige Total Conversion gibt es. Meridian fällt mir da spontan ein. Es gibt es gibt große Webseiten, die eine riesen Datenbank an Total Conversions für Diablo 2 haben. Die sind pups einfach zu installieren. Das ist wirklich eine ZIP-Datei in den Ordner reinpacken und das Spiel starten. Mehr ist es nicht. Und teilweise haben die Dinger sogar Installer. Also es ist so easy, so eine Total Conversion von Diablo 2 raufzupacken. Und da ist dann wirklich, das sind neue Charaktere, das sind neue Items, das sind neue Skills, neue Level, neue Bosse. Alles. Das ist fantastisch. Und das wäre natürlich geil, wenn Resurrected ebenfalls so eine Schnittstelle hätte. Ich bezweifle es stark, aber es wäre wirklich toll. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das nicht sein wird. Ich auch. Vor allen Dingen durch die Konsolen. Stimmt, ja. Weil dann ist eine Seite komplett benachteiligt und wahrscheinlich würde es sich auch schwer kontrollieren lassen bezüglich Cheats etc. Genau das. Das zum einen und zum anderen, ja, es wäre natürlich, weißt du, sowas wie die Bethesda-Spiele dann irgendwann gemacht haben, dass sie einen In-Game-Workshop quasi haben, einen In-Game-Mod-Shop, wo die Modder ihre Spiele direkt anbieten können. Und so, die kannst du dann auch im Spiel selbst runterladen und quasi so rüber spielen. Und ich glaube, auch die Neverwinter Nights Spiele hatten, glaube ich, auch so einen Browser für Mods drin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber also sowas zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass das auch plattformübergreifend funktionieren könnte. Aber wie gesagt, ich glaube, da hat Blizzard einfach null Interesse dran. Das ist, glaube ich, nicht wirklich. Hauptsache das Spiel verkauft sich, alles andere sind. Und das wird's vermutlich. Also ich bin gehe stark davon aus, dass das Spiel sich gut verkaufen wird. Das Spiel wird sich garantiert gut verkaufen. Es wird sich weniger gut verkaufen, als wenn Reforged gut gewesen wäre. Ja. Aber allerdings, falls es dann wieder erwarten, klingt so gemein, aber ein bisschen rechnet man ja fast damit, dass sie wieder Mist bauen.
Aber wenn es letztendlich gut ist und das wird bekannt im Netz, dann wird es sich verdammt gut verkaufen. Oh ja, und das würde mich wirklich, also da bin ich halt gespannt auf die Zeit, weil ich meine, du hast jetzt so viele andere Spiele. Path of Exile ist der neue Marktführer von dem Genre und zeigt Diablo, wo es lang geht. Diablo 3 ist mehr so ein bisschen im Sand verlaufen. Diablo Immortal wird bestimmt keinen neuen, keinen Putz von der Wand reißen. Diablo 4 ist noch weit und weit und weit entfernt. Titan Quest ist lange weg. Loki war nie ein Erfolg. Oh Gott, was gab's denn noch alles? Torchlight, genau, oder Grim Dawn, oder ach, keine Ahnung, Vulcan oder Wilson, oder wie auch immer man das ausspricht. Es gibt so viele Spiele, aber keins hat so richtig die Krone wieder ergriffen, außer Path of Exile, und das ist halt doch schon sehr viel komplexer. Es würde mich mal interessieren, ob, wenn Diablo 2 Resurrected wirklich gut wird, ob das dann tatsächlich wieder so ein Maßstab für das Genre wird, oder ob Diablo 2 ab jetzt halt nicht mehr da oben, oder Diablo generell nicht mehr da oben mitspielt, sondern einfach nur noch ist halt ein Teil des Genres, das sie selbst erfunden haben. Ja, keine Ahnung. Ich meine, offen gesagt, ich hatte mir auch von Command & Conquer Remastered erhofft, dass ein bisschen mehr aus der Richtung wieder kommt, aber seitdem kam wieder nichts. Aber ja, vielleicht ist es auch zu früh, das zu sagen. So uralt ist das Ding ja auch noch nicht und entwickelt muss ja auch was werden. Das ist wahr, ja. Und ja, wir werden es sehen. Wir wissen alle noch nicht, wann es rauskommt. 2021. Das kann, wie gesagt, auch sehr wahrscheinlich Richtung Dezember gehen. Ja, und damit ist zu wenn rechnen. Es das geht, dann also wenn wir bis Dezember noch kein Release haben, beziehungsweise das Spiel noch nicht draußen ist, dann gehen wir mal alle ganz stark davon aus, dass es eher in die Richtung von Warcraft Reforged schlägt. Denn dann muss das Spiel rauskommen und es wird vermutlich nicht fertig sein. Dann spart es euch, dann gebt zu, dass ihr bei der Planung Mist gebaut habt und gebt dem Spiel noch ein halbes Jahr. Das wäre sehr schön, weil was danach kommt, ist das, was mit Warcraft passiert ist. Nämlich, es ist jetzt draußen, der Ruf ist ruiniert. Was sollen wir jetzt noch Patches bringen? Ist jetzt auch egal. Und dann liegt's brach und man hat so ein völlig unfertiges so. Beta-Spiel. Vor ein paar Jahren hätte ich nicht geglaubt, dass ich sowas sage, aber nehmt euch ein Beispiel an No Man's Sky. Das ist tatsächlich, da können sich viele Entwickler ein Beispiel dran nehmen, wie man mit Kritik umgeht und wie man die umsetzt und das Beste draus macht. No Man's Sky ist ein Paradebeispiel dafür. Ja, weil die haben ein gutes Spiel draus gemacht. Sie haben Mist am Anfang gebaut, da gibt es überhaupt keinen Zweifel und nichts schön zu reden, aber sie haben viel dafür gemacht, das Ganze zu reparieren. Mehr als je jemand erwartet hätte, dass sie machen. Richtig, ja. Ich bin nie konform gegangen mit dem Hate, den das Spiel bekommen hat und die Entwickler ist auch nicht, aber was sie draus gemacht haben, ist bemerkenswert. Naja, wir können nur hoffen, wir können nur bieten. naja gut, so braucht man nicht werden, aber wir können hoffen, dass die Diablo 2 Resurrected den kleinen wird. Teufelsschrein mit Diablo in der Mitte. Genau. Im Wohnzimmer. Kurz einen kleinen, weiß ich nicht, eine Ameise opfern oder so, ich weiß nicht, was man da macht, so die Kompaktversion davon. Ja, keine Ahnung. Aber es wird sich was finden. Wir hoffen alle, dass es gut wird. Befürchten das Schlimmste und dann kann es nur besser werden. Ja. So macht man das heutzutage bei Spiele-Releases. Genau, man befürchtet das Schlimmste, es kommt noch schlimmer und man spielt ein Retro-Spiel. Exakt. Good old Games. Na gut. Aber wir haben noch ein anderes Spiel, über das wir reden wollten. Kommt, das hier hat sogar ein Launch-Datum, das ich mir jetzt ganz schnell nochmal aus den Fingern sorge, weil ich hab's vergessen. Der 14. Mai 2021. Es wird ein Remaster von Mass Effect, und zwar die Legendary Edition. Ein komplettes Paket, Teil 1, 2 und 3 in einem Spiel zusammengefasst und aufgehübscht. Jetzt ist aufgehübscht allerdings da so ein bisschen zwiespaltig. Also es ist ein Remaster, kein Remake. Und es ist auch nicht komplett neu. Also die Grafik, die man sieht, ist aufgehübscht, klar. Man spielt es jetzt bis zu 4K, anstatt den, ich glaube, 720p oder was das auf der PS3 damals war. Aber es ist nicht, die Texturen sind schärfer, aber nicht zwingend ausgewechselt. Also die Grafik ist schärfer, hübscher, aber nicht ausgetauscht. Es ist immer noch dieselbe Engine, soweit ich das verstanden habe. Ja, sie haben auf jeden Fall was an den Shadern getan auch. Genau, ja, die halt leichte Verschönerungsoptionen, nichts, was man nicht auch auf einem PC mit einem Custom-Grafik-Patch hätte machen können, keine weltbewegenden Dinge, aber eben hübscher, besser aufgelöst
Aber auch im Gameplay wurden Sachen verändert. Also gerade im ersten Teil wurde ja sehr stark bemängelt, zum Beispiel das Raumschifffahren, also diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie die Karre hieß, mit der du auf dem Planeten rumgeschippert bist, um die zu erkunden. Da haben sich unglaublich viele Leute drüber beschwert. Das Ding fährt sich wie ein Ei, das geht überhaupt nicht. Und die Steuerung wurde geändert, komplett geändert, auf heutige Standards angepasst. Und du kannst aber wohl in den Optionen auch noch umstellen auf die alte Steuerung, wenn jemand sehr masochistisch ist. Ja, hey, ich find's trotzdem cool, dass es drin ist. Man muss ja nicht machen. Das ist richtig. Ich fand die auch nicht schlimm. Also für mich wäre das auch tatsächlich egal. Aber ja, eben halt solche Sachen, auch das Deckungssystem im Teil, in Teil 1 wurde, glaube ich, angepasst an die von Teil 2 und Teil 3, dass es eben einfach ein bisschen besser miteinander fließt und die Spiele ein bisschen besser zusammenpassen. Solche Sachen wurden geändert. Es gibt wohl, was mich halt sehr interessiert, ist der dritte Teil. Denn der dritte Teil hat ja im Original einen Multiplayer. Und der Multiplayer ist nicht dabei. Der ist in der Legendary Edition extra weggelassen worden, denn die Entwickler sagen, dass der Original Teil 3 Multiplayer immer noch gespielt wird und sie wollten die Community dort nicht stören, Blizzard. Weißt du Bescheid? Sie wollten die Community da nicht auseinanderreißen, sie wollten die Server nicht abstellen, deswegen wollten sie den Multiplayer-Teil ganz rauslassen. Nun ist aber der Multiplayer-Teil relativ relevant im dritten Teil, der entscheidet nämlich über bestimmte Dinge im Storyverlauf. Und das ist jetzt halt dann nicht mehr da. Ich habe keine Ahnung, wie sie das dann machen. Ziehen sich die Infos aus dem Popo oder einen fixen Ablauf implementieren? Möglich, eine KI? Ja. Die kann sein. Oder sie holen sich tatsächlich die Infos vom alten Multiplayer und binden es in den neuen. Ich weiß, ja, ich habe keine Ahnung. Aufzeichnungen auch eine Möglichkeit. Oder wenn sie wirklich gut sein wollen, einen Machine Learning Algorithmus, der das ans Spiel des Spielers anpasst in irgendeiner Form. Aber das wäre wahrscheinlich zu weit gegriffen. Vermutlich ja. Aber es wäre eine Idee. Aber es wäre cool. Aber ich bin auf jeden Fall super heiß auf das Ding. Ich mochte Mass Effect. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten eben schon offscreen so ein bisschen die Diskussion, ob Mass Effect jetzt gerade im Moment jemanden zieht, weil Mass Effect 1, 2 und 3 Releases sind lange her. Die Collector-Version, wo alle drei Teile in einem Spiel zusammen waren für die PS3, ist auch schon lange her. Und dann kam Teil 4, beziehungsweise Andromeda, wie auch immer man das nennen will, ob es jetzt Teil 4 ist oder nicht, für die PS4. Und das war jetzt nicht so wirklich der Hit für viele Leute. Yep. Ich weiß nicht, ob Mass Effect momentan so richtig interessant für außerhalb von der Fangemeinde ist. Ich glaube allerdings, also da sind wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen konträr gelaufen. Ich bin der Meinung, ja. Warum? Ich meine, einerseits ist es lange her, das ist schon klar, die Fangemeinde ist da. Die Spiele haben Fans und vielleicht wollen sie gerade wegen Andromeda zurückkehren und das Ganze hübscher spielen und so. Und ein bisschen komfortabler. Aber ich sehe auch momentan den Markt von Sci-Fi-Rollenspielen nicht unbedingt geflutet, um es nett auszudrücken. Das stimmt, ja. Also die Nische ist noch immer da, die Mass Effect eigentlich bravourös gefüllt hat. Und jetzt können sie am selben Mangel erneut quasi die Kuh melken, in die Bresche springen, dasselbe wieder machen. Eigentlich schon, ja. Also, das stimmt schon. Weil Sci-Fi-Rollenspiele, ich meine, ja, es gibt ja Deus Ex-Geschichten und sowas. Das ist aber Cyberpunk und Cyberpunk, ja, das Namensmäßige, das hat jetzt auch nicht unbedingt brilliert, obwohl das Spiel, das sich hinter den Bugs verbirgt, ja doch in Summe ganz gut sein soll. Wobei die sich halt auch krass unterscheiden, dadurch, du hast bei Mass Effect dieses Star Trek-Gefühl, weil du halt zwischen Planeten hin und her fliegen kannst und diese erkunderische Freiheit hast und das ist dieses Element, zumindest hat mich das immer bei Mass Effect so begeistert, dass ich halt wirklich, deswegen fand ich den zweiten Teil auch den besten, weil du da tatsächlich nach dem Ende des zweiten Teils im Endlosspiel weiterspielen kannst und kannst dann einfach in der ganzen Galaxie rumfliegen und entdeckst Planeten, landest da und machst Missionen und weißt ja geil, was ist. Ja, aber das ist der geil. Punkt. Ich vergleiche Cyberpunk damit, obwohl ich weiß, dass das Cyberpunk-Genre nicht Sci-Fi im engeren Sinn ist, ich meine im weiteren schon, aber das ist einfach, die ähneln sich vom Genre nur sehr, sehr bedingt. Und trotzdem habe ich nichts anderes gefunden, womit ich es vergleichen kann. Nee, es gibt tatsächlich, also es gibt, klar, es gibt sowas wie Star Wars Online, hier, The Old Republic, oder
Aber oder nix. Ja, eben. Ist vor allem als Singleplayer-Spiel. Nee, tatsächlich gar nichts. Also da fällt mir auch nichts ein. Es gab Star Wars Fallen Order oder wie das hieß. Aber das ist auch kein mehr Rollenspiel. Ja, es ist eher so eine Art Dark Souls von Rollenspiel als jetzt so ein richtig erkunderisches Ding mit Open World. Also in dem Stile. Das ist nee, es gibt tatsächlich wirklich gar nichts, was in die Mass Effect-Kante schlägt, was in den letzten 10 Jahren rauskam. Mir fällt nichts ein. Das ist wirklich bemerkenswert und das ist traurig. So erfolgreich wie Mass Effect war und so viel Wellen, wie es geschlagen hat, so wenig Leute haben es versucht zu kopieren. Ja, aber warum? Weil Rollenspiele an sich schon immens viel Arbeit sind. Ein gutes Rollenspiel zu machen, auch ein wahnsinniger Aufwand bezüglich Ressourcen, Zeit, Geld und ja, Schreiber brauchst du gute und einfach, ja, es ist ein wahnsinniger Zeitaufwand, sowas zu programmieren. Ich meine, ein Shooter mit hübscher Grafik, ja, schön und gut, du brauchst nicht viel Story und damit baust du dann ein paar Levels, baust den Multiplayer drüber, du hast das Spiel fertig. Aber ein Rollenspiel, das 30, 40 Stunden beschäftigen soll, das ist nämlich der nächste Punkt, Rollenspiele müssen ja zwangsweise lang sein. Vor allem Mass Effect. Ja, aber es ist ja so, bring ein Rollenspiel mit 10 Stunden Spielzeit und die Leute zerreißen dich in der Luft. Ja, zu Recht. Da bauten sich nicht viele Rollen auf, die du spielen kannst. Ja, aber naja, man könnte schon intensive Storys in, sagen wir mal, 15 Stunden durchspielen. Ja. Schon. Es kommt halt immer drauf an, was du für ein Spiel baust. Wenn es sowas ist wie, hey, du hast Open World auf diversen Planeten. Ja gut, das ist alleine das Konzept davon dauert schon lange. Aber lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich eigentlich hinaus wollte, sowas wie Mass Effect aufzubauen, ist ein irrer Aufwand. Klar, dass sich da niemand dran traut. Vor allem, weil Fantasy nach Game of Thrones und so weiter, wenn wir die letzten 10 Jahre betrachten, weitaus interessanter und beliebter war. Es gab eigentlich kein Genre, das groß war, also keine Serie, kein Film, der so groß war, um das zu pushen. Eher wäre noch ein Superhelden-Rollenspiel rausgekommen, ein großes. Ich hätte zum Beispiel gedacht, dass wirklich irgendwas im Star Wars-Universum kommt. Nachdem die neueste Trilogie dann kam, hätte ich eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt ein Ansporn, dass das Star Wars. Ich weiß, du hast sie nicht gesehen und dementsprechend sei es entschuldigt, aber nein, die hat gar nichts bewegt. Okay. Gut, sie hat mich auch nicht dazu bewegt, sie zu gucken. Von daher hat sich das ja auch irgendwie. Wobei jetzt mit Mandalorian, mit der Serie, könnte es durchaus sein, dass das Interesse besteht, sowas zu spielen. Vor allem, weil man halt hier auch die Geschichte von einzelnen Charakteren erlebt und begleitet. Und das in Serienformat. Also ja, Star Wars könnte in Zukunft was kommen, aber die Trilogie wäre nicht schuld daran. Naja, aber EA hat ja nicht mehr die Rechte an Star Wars, von daher, oder nicht mehr die Alleinherrschaft, die Schirmherrschaft darüber, also von daher kann ja was kommen. EA hat aber, soweit ich weiß, noch die Rechte an Mass Effect, ich bin mir gar nicht sicher. Also hatten sie auf jeden Fall früher, ich weiß nicht, ob EA jetzt der Publisher davon ist, aber ich weiß gar nicht, so richtig auf Ängste bei dem Spiel kann ich gar nicht eingehen, denn der Release liegt schon so nahe, dass es unwahrscheinlich ist, dass da jetzt irgendwie groß was schief gelaufen wäre, sonst hätten sie das nicht angekündigt. Ja. Denn auch die Ankündigung ist nicht so lange her, also der Versatz zwischen Ankündigung und es kommt, ist nicht lange. Und da das Spiel im Prinzip ja schon mehrmals geremaked wurde, in seiner Art, weil es dann in Complete Packages kam und weil es eigentlich ein Spiel, das relativ wenige Bugs hat, ist, keine Ahnung, ich habe da wenig Befürchtung. Ja, vor allem muss ich da was sagen, was mir auch schwer über die Lippen kommt, aber EA hat nicht so viel Mist gebaut in den letzten 1,5 Jahren. Sei so gut. Schalt die Kamera und das Mikrofon ab. Geh ins Bad und wasch dir den Mund. Mit Seife. Was war denn das jetzt? Nein, aber ernsthaft, das ist so. Ich weiß, ja. Also, EA hat nicht auf sich aufmerksam gemacht. Ob das jetzt positiv oder negativ auslegbar ist, weiß ich nicht. Aber nur weil jemand nicht katastrophal versagt, heißt das ja nicht, dass er gute Arbeit macht. Er ist vielleicht einfach nur in der Mittelklasse verschwunden und hofft, dass keiner mehr auf ihn zeigt. Und der Lehrer ruft ihn nicht. Ich weiß es nicht. Ja, es ist schon wahr, aber EA hat so viel Mist gebaut in den letzten 10 Jahren, aber so exorbitanten Mist. Und dann haben sie auf einmal Spiele rausgebracht, wo nicht die Glücksspielbehörde von 15 Ländern auf den Plan trat und sowas. Also ja, im Endeffekt fällt schon positiv auf, dass sie mal nicht in die Ecke gekackt haben.
Ist wohl wahr. Also ich gehe davon aus, dass es ein sehr solides Paket wird. Ich gehe davon aus, dass es wirklich vernünftig aussehen wird, gut laufen wird. 60 FPS, davon gehe ich mal fest aus. Mhm. Es werden alle DLCs drin sein. Also auch das ist, glaube ich, allein von den Kosten her ein relativ gutes Angebot, weil man ja auch an Mass Effect anders nicht rankommt, außer eben die PS3-Versionen zu spielen. Oder ich weiß gar nicht, ob die PC-Teile, wahrscheinlich bei Origin sind die vermutlich verfügbar, aber so im Convenient-Faktor, dass man alle Spiele wegspielen kann, glaube ich, ist das nur so möglich und das ist allein schon mal ein ganz gutes Ding. Ich weiß jetzt gar nicht, für was kommt denn das alles? PC, PS5, PS4, Xbox One, Windows. Ja, also alles, was die Grafik darstellen kann. Theoretisch hätte ich jetzt auch gedacht, eigentlich, dass auch noch was für Switch kommt. Also das wäre ein Spiel gewesen, das ich mir auf einer Switch hätte vorstellen können, aber okay. Ja, das sind Rollenspiele für mich allgemein, aber das ist eine andere Geschichte, über die wir jetzt nicht so ausgiebig reden müssen. Aber ja, für mich ist es auf jeden Fall eine Überlegung wert, ob ich es mir hole, weil ich habe Mass Effect tatsächlich kaum gespielt. Ich habe den ersten Teil ein paar Stunden gespielt. Dann kam das Leben dazwischen. Es ist ja manchmal so, man hat einfach keine Zeit weiterzuspielen. Ja, so was Großes. Dreht man kurz auf, spielt eine Runde Isaac, regt sich drüber auf, dass man verloren hat und dreht die Konsole wieder ab. Exakt. Und zu mehr kommt man dann nicht. Und dann sind 3 Monate vorbei und ich soll in einen 10 Stunden alten Spielstand zurückkehren. Mit anderen Worten, ich habe es dann wieder aufgegeben und dann nicht wieder angefangen und für mich wäre es dementsprechend eine Gelegenheit, die Mass Effect-Reihe zu erleben und ich finde es cool, weil meiner Meinung nach ist Mass Effect bei mir eine Lücke, also eine spielerische Lücke, weil ich mag Rollenspiele, ich mag Science Fiction. Ich weiß, es ist ein Riesenteil, aber jo. Also ich glaube, dass das ist das Schöne halt, jetzt Spieler, die das nochmal spielen wollen, Hammer, aber Spieler, die es noch nie gespielt haben, besser wird's nicht. Also eben, das ist die Option jetzt bei Mass Effect einzusteigen, das Ganze mal zu genießen in der besten Form, wie man spielen kann. Die Nachteile vom ersten Teil sind glatt gebügelt, das Ganze ist mehr streamlined durch die komplette Reihe weg. Die Ladezeiten in den Spielen sind drastisch reduziert worden. Also früher, gerade beim ersten Teil, gab es diese Fahrstuhlfahrten, bei denen du teilweise minutenlang da stehst und deinen Charakteren beim Reden zuhörst, bis die Tür sich wieder öffnet. Und damit hat man versucht, die Ladezeit zu kaschieren. Auch dafür gibt es, by the way, eine Option, dass du drin bleiben kannst für dieselbe Länge, anstatt dass die Ladezeiten schneller vorbei sind. Großartig. Warum auch immer. Ich weiß es ja auch nicht. Aber ja, also ich bin der Meinung, es wird gut. Und das kann sich jeder, glaube ich, antun. Ja. Ich habe da wenig Befürchtungen. Ja, ich warte trotzdem aufs Release. Ich bestelle nichts vor. Nö, vorbestellen will ich es auch nicht, aber ja. Ich weiß auch gar nicht, was es kosten soll. Ich schätze mal Vollpreis, aber für 3 Spiele 50, 60 Stunden Minimum. Also ganz ehrlich, das ist es wert. Das wäre auch ein Set von allen dreien eigentlich wert. Definitiv. Auch wenn es in der alten Grafik, also wurscht. Vor allem mit allen DLCs, genau. Also ja, da gibt es schlimmere Angebote. Nintendo. Ja, ist richtig. Na gut, aber das soll es gewesen sein für diese Folge von Was kommt. Wir haben ein bisschen geschwelgt über unsere Hoffnungen und Befürchtungen, was die nächste Zeit so bringt in der Videospielbranche. Was sind eure Befürchtungen zu den Spielen, über die wir hier geredet haben? Was denkt ihr von Diablo 2 Resurrected? Wird es eine Katastrophe? Wird es geil? Und wird Mass Effect so sicher wie das Abend in der Kirche ein vernünftiges Ding? Oder wird es vielleicht doch ein Flop, weil sie irgendwas völlig falsch gemacht haben? Wer weiß? Oder kommt sogar irgendwas, womit wir gar nicht gerechnet hätten jetzt? Das kann auch sein. Auch das wäre eine feine Sache. Schreibt es gerne in die Kommentare bei YouTube oder auf der Webseite. Vor allem gebt uns auch Feedback, wie gefällt euch das Format. Weil sehr richtig, ja. An sich, mir macht Spaß. Ich finde es cool, mal auch über die Zukunft zu reden, nicht nur im Hobbykeller in den staubigen Ecken zu wühlen. Genau. Aber natürlich kommt es auch aufs Publikum an. Wenn ihr sowas gern mal mitredet, mitdiskutiert, mitdenkt, dann lasst es uns wissen. Ganz genau. Wir sind über die üblichen Kanäle wie immer auch erreichbar. Hobbykillercast bei Twitter, Erkandor und Schnubbi Runkel bei Twitter, Sven@hobbykiller.net, Martin@hobbykiller.net, die E-Mail-Adressen, YouTube oder hobbykiller.net in den Kommentarbereichen. Wir sind überall erreichbar. Wir haben unsere Augen überall.
Von daher, hören und sehen wir uns, wenn ihr denn wollt, in der nächsten Folge vom Hobbykeller. Yep. Bis dahin. Ciao.